Willkommen zurück zu Sonic the Hedgehog 2. Schon 15 Minuten vorbei und immer noch in der zweiten Welt. Was ist los? Ich versuche natürlich die 100% zu bekommen und irgendwie hat es in der dritten Stage Probleme gegeben. Und ich habe nur 2 Chaos Emeralds, da habe ich mich lang dran aufgehalten. Und krieg jetzt voll Speed. Ich brauche jetzt auf jeden Fall mal einen Checkpoint, damit ich die dritte Bonus-Stage bestreiten kann. Hier, irgendwo muss doch was gewesen sein. Nee, wir sind schon ganz am Ende, Leute. Okay, für 100 Ringe gibt es immerhin ein extra Leben. Ah, also hier sieht es nicht gut aus. Ich meine, Ringe haben wir genug. Aber Checkpoints gibt es keine. Nicht, dass ich sie brauchen würde, weil ich verliere. Nein. Ich will die 100%. Die 7 Chaos Emeralds. Und ja, verdammt, es ist mir nicht gelungen. Aber gut, in Act 2 gibt es einige, man kann schon fast sagen, versteckte. Checkpoints. Und die werde ich mir jetzt gleich zur Brust nehmen. Erstmal Vollspeed natürlich. Ein verstecktes Leben, hä? Upsa. Man kann natürlich, man soll gar nicht hier lang gehen, man kann auch den längeren Weg nehmen, aber nein. Ich kürze ab, was ich kann. Und die Ringpracht befindet sich jetzt rechts hier. Roboter kaputt machen und Schutzschild und jede Menge Zeug. So, ich muss halt nur noch die passenden Ringe bis dahin auf die Bande kriegen. Das ist doch schön, damit haben wir es doch. So, jetzt nicht zu viel Speed, sonst kommen wir dran vorbei. Oder? Ich bin so blöd, ich bin schon dran vorbei, wisst ihr das? Ich wollte euch doch was zeigen und bin... Oh, ich bin so ein Idiot. Aber es kommen noch genug. Checkpoints. Oh Gott, die Gülle. Das hat echt einen seltsamen Begriff. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Irgendwas nicht Magma, sondern... Weiß gerade gar nicht. Da unten ist ein Checkpoint. Eigentlich gehe ich immer oben lang dort, aber ich will jetzt gerade hier hin. So. Das sind wir wieder. Diesmal stellen wir uns besser an. Die hatten halt den Überraschungseffekt auf ihrer Seite mit ihren Bombenringen, wo man durchspringen muss. Das ist halt ein bisschen gefährlich mit Tails, weil der ist halt nur computergesteuert. Man kann es sich einfach machen, wenn man halt noch einen Gegenspieler hätte, wenn man noch einen Mitspieler hätte, meine ich, der Tails steuert und damit halt auch ein bisschen intelligent Tails handhabt. Und nicht so wie diese Flasche hier. Geht auch die ganze Zeit im Einspielermodus. Gibt auch einen Zweispielermodus mit Splitscreen. Und... Na gut, du hast eh nix. Und wirklich Sinn macht es im Einspielermodus erst in Sonic 3. Weil da Tails, ja, fliegen kann er auch hier, aber selbst fliegen als Spieler kann man nicht. Also hier in Sonic 2 ist Tails noch eine Mega-Flasche und, ja, in Sonic 3 ist er eine bisschen Flasche. Versteht ihr? 16 Ringe, wo seid ihr? So schlecht war ich jetzt auch nicht, ne? Ja, immer her damit. Gut, Tails hat nichts. Das ist gut. Würden wir mit nur einem Charakter spielen, wäre das, ja, auch so. Jetzt Konzentration, weil das ist nicht einfach, Mann. Jetzt hat Tails 3. Jeder zählt. Nein! Oh, ich bin ja selbst reingesprungen. Die sind auch sehr ungünstig platziert. Diese Ringe. Oh Mann. Wenn ich deswegen es nicht schaffe, Tails. Wegen deinem Versagen. Oh nein, 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 nein. Oh Gottes Willen, hey. Es hat doch gereicht. Ich hätte mich jetzt so ins Bein gebissen, wenn das nicht gereicht hätte. Boah. Damit haben wir den dritten Chaos Emerald von 7. Und die Missionen werden nicht einfacher. Freunde, wirklich nicht. Okay, wo sind wir denn? Ach so. Ich denke, wir kriegen das hin. Also vor dem Boss gibt es ja auch immer einen Checkpoint und da... Oh Gott, hier war ich als deines Kind oft und sobald ich Skill hatte, war ich immer oben. Das Besondere ist, wir können hier rein. Und ganz rechts gibt's was. War das ein Extra-Leben oder so? Nur ein Extra-Leben. Da
Affe begeben uns also in die Giftbrühe. Wir kommen nur ganz links wieder raus. Ja, ich habe meine ganze Kindheit mit Sonic-Spielen verbracht. Ich fand als Kind Sonic 2 weniger gut als Sonic 1 und 3. Boah, fast zerquetscht. Das ist jetzt eine echt eklige Szene. Wer das kennt, wird mir zustimmen. Weil das hier echt schwierig ist, aber wer unter Wasser ein bisschen steuern kann, kriegt es hin. Alle anderen kriegen Panik, weil einem die Luft ausgeht. Und mir gehen die Ringe aus. Die werden nicht reichen. Ich dreh durch. Aber ganz gepflegt. Es reicht nicht bis zum Checkpoint. Da kommt er jetzt. Bäm. Okay. Was soll's? Müssen wir irgendwie in den späteren Levels hinkriegen. Es kommen ja noch genug. Das wird dann ein Skill-Nachweis. Dr. Eggman. Uff. Oh. Diese Dinger sind manchmal offen, manchmal nicht. Da kann man runterfallen und man ist tot. Ja. So. Ja. Elegant ausgewichen mit dem Sprung, aber kein Boden unter den Füßen. Ist das nicht schön? Zum Verzweifeln! Wenn man es so sagen darf. Auch das hier ist so gemacht, so gedacht, dass man den Schockmoment erlebt, aber ich kenne es ja. In- und auswendig den ganzen Quark. So. Hier ist Tails echt mal eine Hilfe, weil er macht exakt dieselben Sprünge. Oder meistens zumindest. Wie wir auch machen. Damit haben wir ihn jetzt schon kaputt, bevor er seine Taktik überhaupt richtig anfangen kann. Und wir brauchen einen guten Sprung, um uns hier nicht in den Tod zu stürzen. Exzellent. Hochnäsiger Igel. Tails stellt sich neben. Nase hoch. Hey, man sieht uns nicht. Moment. Nase hoch. Wir sind die Besten. Nase runter. Aquatic Green Zone. Das ist schon ziemlich schwierig. Hier kann man versuchen, möglichst weit oben zu bleiben. Je weiter oben, desto ungefährlicher, vor allen Dingen wegen der Luft, ganz einfach. Und hier kommen, ja, hier kriegt man was geschenkt. Also, auch aufpassen, diese Pfähle tun manchmal... Boah, wenn du mich erwischt hättest, ey. Einfach irgendwas schießen, Pfeile, oh Gott, da haben wir einen Checkpoint. Gibt's ja auch genug Zeug, Moment. Ach, nö, 5 Ringe? Hier oben ist noch. Ach, müssen wir dann einen Zentimeter zurückgehen? Mir schwan das Übelste. Ich brauche noch 5 Ringe. Oh Mann. Ist so ein Pfeil. Oh Gott. Warum kommen hier keine Ringe mehr? Da sind welche. Wir müssen das Ding optimal nutzen. Können wir das schaffen? Toll. Schutzschild. Da fühle ich mich schon viel besser. So, 50 Ringe. Mein Herr. Herzinfarkt bei Sonic 2. Also für die, die fragen, nur bei 50 Ringen gibt es diese Sache hier. Jetzt wird es noch eine Ecke schwieriger. Mit jedem Mal. Und sehen, ob wir jetzt uns... Ob es mir besser bekommt. Okay, verdammt. Oh, Mann, oh Gott, oh Gott. Überraschungsmoment, ey. Boah, Mann! Ah, läuft mir alles im Buckel runter. Okay, erste Phase gemeistert. Immer 3 Phasen, falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte. Das ist ja fies. Ah, Mann, Tails! Du bist ein Idiot, wie er im Buche steht. Ich muss es hinkriegen! Jetzt ist es auf der anderen Seite, ist mir schon klar. Jetzt ist wieder hier und jetzt ist wieder da. Na, jetzt haben sie... Oh Gott, haben sie... Die verarschen mich perfekt hier. Oh mein Goodness. Tails, tu das nicht. Ich will mich doch nicht... Nein. Ich hätte vielleicht vor dem Let's Play ein bisschen trainieren sollen. Nein, nein, nein. Ich habe mich noch nie so dumm angestellt.
Ja, mit 2-3 Jahren. Okay, aber doch... Gott, nein! Ich halt's nicht auf den Kopf, ey. Wir müssen alles doppelt und dreifach machen. Mehr Unterhaltung für euch. Das Let's Play wird länger und länger. Oh Mann, ey. Wir haben gerade mal 3, das ist nicht mal die Hälfte. Okay, wir sind noch lang am Anfang. Aber das ist doch die einfache Hälfte. Das bereitet mir so Sorgen. Hier war auch einer. Wir müssen ein Stück zurückgehen, aber wir haben nicht genug Ringe. Okay, gleich haben wir genug. Nehmen wir uns den und den. Jetzt müssen wir den ganzen Mist zurücklaufen. Das werde ich auch tun. Hepsa. Und wir müssen jetzt... Oh Gott, wir kommen da gar... Tails kommt dahin. Das geht nur mit einem... Ja. Mit Skill. Ups. Oh, nee, oder? Muss ich noch einen größeren Umweg gehen. Ihr seht, es gibt immer sehr viele Wege, die man gehen kann. That is Sonic. Das wäre auch cool, wenn ich direkt... Genau. Tschüpp. 66 Ringe. Hat das was mit dem Tod zu tun? Mit dem Teufel? Okay. Die Überraschungsmomente sollten diesmal nicht so häufig sein. Die erste Etappe ging ja noch. Aha. Okay. Ja, die haben einen echt veräppelt, also... Danke. Danke! Man spekuliert halt wirklich drauf, dass... Nee, oder? Ich scheiß die Wandern. Niemals mehr hin. Verdammter Mist hier. Und wieder geht eine Zone baden. Das gibt's doch nicht. Wieder was verschwendet. Gott. Das kann man auch nicht aufs Let's Play schieben. Wobei beim Reden tut man schon seine Geschichte. Seine. Ne, also die ganzen Fähigkeiten werden eingebüßt. Aber, boah. In dem Rahmen. Jetzt kannst du mich aber mal kreuzweise. Hier kommt doch eh kein Checkpoint mehr. Oh, ein voller Erfolg. Scheiße, Wunder. Es kann nicht sein. Ich habe Angst, dass wir es nicht hinkriegen. Wir kriegen das hin, Leute. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Konzentration. Ich frage mich, ob wir diesmal mehr unter Wasser gehen sollen. Ich denke schon. Es ist hier nur so halb-halb. Wow. Komm, geh runter. Schön. Hier geht das nämlich ganz zügig und cool. So, und werden wieder zurückgeschleudert. Sonic braucht unter Wasser auch Luft. Und die finden wir hier. Wenn mal eine Luftblase käme. Die bräuchten. Freunde der Nacht. Jetzt wäre gleich ein Checkpoint sehr cool und ich glaube, irgend sowas war hier auch. Oh Gott. Genug Ringe haben wir. Auf Checkpoint, ihr könnt doch nicht so böse zu mir sein. Mann! Gib die Luft her. Muss doch was sein, bald mal. Es ist nicht zu glauben. Diese Fliegen, die rauben mir immer. Die Ringe, die treffen mich immer da. So, kleine Secret. Bringt uns aber nichts, die extra Leben. Ja, wir warten, bis der Pfeil weg ist und dann... Kommen wir hier an dieses Ding. Das ist das Checkpoint zum Boss. Okay.
das machen wir dann im nächsten Part, Leute. Ja. Ich finde keine Worte mehr. Bis dann und ciao.